So, und da sind wir wieder. Ich habe mir nur noch schnell ein Heli geholt, um hierher zu kommen. Ansonsten ist alles wie vorher. Oh Gott. Ja, gut, starten wir in die Mission. Hey Rico, nice boat. You ready? See, Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Ja, wenn es bei ein paar Löchern bleibt, bin ich sehr zufrieden. Also diese Mission wird wirklich knochenhart werden. Das ist schon mal jetzt klar. Und ich glaube, die fail ich auch. Mindestens ein oder zweimal. Ich hätte mir vorher noch Granaten kaufen sollen. Kann ich hier irgendwo in Deckung gehen? Ich weiß es ja nicht so wirklich. Die kugelsichere Weste ist schon weg, so ein Mist. Oh, hoffentlich gehen wir noch irgendwo hin. So, erstmal Deckung gehen. Und jetzt. Hallo, in Deckung gehen, hallo. Was heißt denn bei euch bitte in Deckung gehen? Alter, was soll denn der Mist bitte? Also, wie gesagt, die Mission wird ihn noch oft failen. Naja, ich würde sagen, wir treffen uns dann wieder am Boot von dem anderen. So, und da bin ich wieder. Ja, mal schauen, ob die Mission jetzt hinhaut. Hey Rico, nice boat. You ready? See, Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Schon klar. Hoffentlich kommen wir auch ohne Löcher hier aus der Mission raus. Und da sind sie, die Schweine. Okay, mit der sollte es eigentlich gehen. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie viel Leben ich noch habe. Ah, noch. Das war letztes Mal. Jetzt in Deckung gehen. Und mit dem Scharfschützengewehr hantieren. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und da oben ist noch einer, genau. So. Jetzt das Päckchen holen und los geht's. Danke. Ja, geil. So, wunderbar. Waffen wechseln und... Hä, was ist da noch? Ach da, oh. Okay, übers Wasser kommen wir nicht mehr, aber ich hoffe, mit dem Auto da kommen wir noch irgendwo zu diesem Café. Aber erst mit unserer Villa, damit wir hier mehr Leben tanken können. Los, komm, fahr weiter, fahr weiter. Das könnte eng werden, das könnte sehr eng werden. Aber Gott sei Dank bekommen wir da regelmäßig einen kleinen Schubs nach vorne, wenn wir nicht gerade irgendwie umgedreht werden. Mein Gott, Leute, lasst mich doch bitte in Ruhe. Das gibt's doch nicht. Haha. So. So, los. Und jetzt rein da. Und mehr Leben bitte. Leben könnte jetzt nicht ganz unwichtig sein. Einmal. Zweimal. Danke. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier raus am besten. Obwohl, nee, zum Heli geht's ja nach oben. Und, wie mache ich das am besten?
glaube, ich gehe hoch und fahre mit einem oder flieg mit einem Heli dann zum Café. Wenn hier oben kein Bulle ist. Nein, ist keiner. Ich meinte der Polizist. Komm, fahr oder flieg. Danke. Und jetzt können wir ganz entspannt zu dem Typen da fliegen. Denn ich glaube, aus der Luft kann einen die Polizei nicht erwischen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist schwierig. Und jetzt noch schnell Stillstand. Genau. Und runter mit dem Vogel. Und weiter. Danke. Jetzt, das war's. Mit einer Straßenballerei davor, aber sei es drum. 4000 Dollar. Genial. Wunderbar. So, jetzt aber erstmal speichern. Hallo? Gibt es da auch irgendwo ein Auto oder sowas? Oder besser, wo ist mein Flieger von vorhin? Oh. Da wollten anscheinend ein paar mehr Leute was von dir wissen. Habe ich hier irgendwo eine Karre? Na, du gehst einfach weg. Okay, sei es drum. Ja, dass die Autos verschwinden, wenn man sich kurz umdreht, ist auch logisch, aber das Spiel ist da schon wieder, genau. Aber wie gesagt, das Spiel ist schon ein bisschen älter und von dem her kann man sowas auch mal verzeihen. Nichtsdestotrotz bräuchte ich langsam mal eine Karre. Oder ein Jeep. Danke. Und jetzt erstmal speichern. Die Mission war nämlich einfach zu ja, schwierig, als dass ich die jetzt einfach so ohne Speichern passé gehen lasse. So. Ja, ich muss sagen, die Mission war gerade wirklich nicht ganz einfach. Aber das war ja noch nicht die letzte Mission für den Kumpel. Ach ja, übrigens, eins wollte ich noch zeigen, und zwar, dass man hier auch, wenn man es könnte, reinfahren kann. Genau. Habe ich gerade erst entdeckt, als ich hier letztes Mal reingefahren bin, aber zum Waffen holen, aber ja, da war ich eben nicht. Da habe ich einfach ohne Screen gemacht. So, ich würde sagen, wir fliegen dann wieder zum Café und machen dann dort die nächste Mission. Oh, kurz eine Aufnahme. So. Genau. Ich glaube, es dürfte dann die letzte Mission für das Café sein. Ja, danach wende ich mich wieder an die Hauptmissionen. Oder besser, ich besorge mal mehr Leben, also damit die Lebensrate ein bisschen höher wird. 100 ist ja nämlich ein bisschen arg wenig. So, da sind wir. Komm wieder mit dir. Okay. Dann fahren wir zuerst zur anderen. Mal schauen, was für Drogen wir heute wieder besorgen sollen. Oder ging es überhaupt um Drogen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Nee, das war eine andere Mission. Und obwohl, ja, verraten will ich jetzt noch nichts. Das ist noch spannend genug. Davon war es auch schon. Haben wir da hinten noch so eine Waffe, genau. Die brauchen wir zwar hier, glaube ich, nicht, aber... sicher, sicher. Fliegende Bomben, yay. Oh, sorry, I must have the wrong address. So, da bin ich wieder. Sorry, mir ist gerade GTA abgeschmiert, aber ich hoffe, das Problem ist behoben.
Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Oh, sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, aye? You look like someone I... Them have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. Me nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Was die uns so in den Tee mischt, würde ich mal gern wissen. So ein Beruhigungsmittel bräuchte ich vielleicht mal, naja, zu gewissen Gelegenheiten. Okay, nachdem wir uns einmal überschlagen haben, können wir mit der Mission fortfahren. Wieder so eine Modellflugzeuggeschichte. Ich hasse es. Aber auch hier gibt es einen Trick. Wenn ich noch wüsste, wie das ging. Wie ging das gleich nochmal? Aha, so ging's. Andersrum, genau. Okay. Nein, nein, nein. Okay, so geht's schon mal nicht. So geht's auch nicht, aber... Okay, Stillstand und jetzt weiter. Okay. Geht das? Ja. So ging's. Okay, wir sind wieder über Land. Das heißt, wir können erstmal nicht so weit abstürzen. Und nun gibt's ja hier einen Trick. Dafür müssen wir erstmal ein bisschen landen können. Genau, gut. Und zwar kann man diese Leute auch einfach mit einer Kamikaze-Aktion überreden, dieses Land zu verlassen. Einmal hier. Einmal hier. Und wo noch? Ich glaube noch einer auf dem Steg und zwei bei den Booten, genau. Hier auch noch, genau. Okay, die zwei auch noch. Die leben noch, beide. Das Witzige ist, die schießen einen hier nicht ab, wenn man sie auf diesem Weg erledigt. Komm, geh drauf. Okay, dann machen wir den da hinten. Okay, der ist hinüber. Und dann noch die letzten Leute da auf dem Steg. So. Komm, geht Wasser. Schade. Okay, ich glaube, die mache ich dann mit den Bomben fertig. Da habe ich keinen Bock drauf, die so erledigen zu müssen. Oder, na gut, den vielleicht noch. Einmal. Zweimal. Und ein letztes. So. Geht's hier auch irgendwie wieder hoch? Jo, so geht's. Den Typen hier will ich vorher noch erledigen, und zwar mit der bisherigen Taktik.
Den anderen können wir dann meinetwegen aus der Luft fertig machen. Komm, flieg hoch. Komm, flieg hoch, flieg hoch, danke. So, und... Okay, noch nicht. Komm, eine Kurve. Bam. War's das? Nein, noch nicht ganz, wie scheint. War's das? Nein, die reicht auch noch nicht aus. Vielleicht kurz. Das war's auch noch nicht. Die, glaube ich, ging auch noch nicht. Na komm. Vielleicht können wir auch hier einfach mal direkt eine... So. Das müsste aber gewesen sein. Genau. So. Das heißt, wir müssen noch ein leeres Boot ab- oder erledigen, je nachdem. Das sollte jetzt, glaube ich, nicht mehr so schwer sein. Gut, der Flieger ist ein bisschen lahm. Und auch ein bisschen schwer zu steuern, aber das geht schon. Geht das so? Ja. Okay, das war jetzt ein Fail, aber wir haben ja noch ein Flugzeug, das heißt, es geht noch. Okay. Und mit dem Flieger machen wir jetzt das Boot fertig. Normalerweise, wenn man das jetzt anders macht, als ich es vorhin gemacht habe, müssten wir jetzt noch ein Auto verfolgen und noch zwei andere Boote. Und das haben wir uns eben somit erspart. So, in die Luft bitte, danke. Kurvenfliegen ist hier ganz schwer, aber das müssen wir jetzt auch nur ein, zweimal machen. Außer ich erwische dieses Boot nicht mehr. War's das? Ja, das war's, genau. So, wieder das Geld für den Panzer erhalten. Und ich würde sagen, wir speichern auch mal ab. Die Mission hätte jetzt eigentlich ein bisschen länger gedauert, hätte ich jetzt das nicht so gemacht mit dem Flugzeug. Und außerdem ist es blöd, dass dieses Flugzeug eine gewisse Reichweite vom Funk her hat. Und ich habe hier gerade wieder ein Problem. Und deshalb kann man dieses Flugzeug nicht endlos steuern. Und um diesem Risiko zu entgehen, dass dann quasi die Mission nicht abgeschlossen werden kann, habe ich es einfach so gemacht. So, dann machen wir nächstes Mal diese Geschichte mit dem Café fertig. Und dann werden wir uns mal den Hauptmissionen und den Gebäudeerwerb widmen. Denn diese... Um dieses Spiel abschließen zu können, muss man, glaube ich, mindestens 5 oder 7 erwerbsfähige Gebäude haben. Gut. Dann speichern wir noch schnell ab und beenden die Folge auch damit. Also, bis dahin. Ciao.